Hey Servus, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video würde ich gerne mal einen Vergleich machen zwischen Euro 3 und Euro 4 und zwar vom Fahrverhalten und vom Klang her. Also was einem so während der Fahrt alles auffällt. Also natürlich das erste, was einem direkt auffällt, ist die Gasannahme. Bei der Euro 4 ist die Gasannahme sehr direkt, aber trotzdem noch, ich würde sagen, trotzdem noch weich. Wenn man wenig ans Gas geht, ist sie immer noch weich, aber wenn man etwas mehr Gas gibt, dann öffnet die Drosselklappe auch halt relativ weit. Das heißt, ich finde es echt gut, dass man, wenn man halt etwas mehr Gas geben muss, dass man das Gas nicht dreiviertel aufmachen muss. Ansonsten muss man dann wirklich, sonst muss man immer so viel Gas geben, das ist dann echt blöd. Deswegen finde ich das echt ganz geil, dass es so gemacht ist, beziehungsweise dass es so programmiert wurde. Das nächste, was einem auffällt, sind die Vibrationen. Was heißt auffällt? Die fallen eher nicht auf, weil in niedrigen Drehzahlen, muss ich sagen, vibriert diese Maschine eigentlich so gut wie gar nicht. Wenn man etwas höher dreht, dann vibriert sie etwas mehr, aber in niedrigen Drehzahlen wirklich so gut wie gar nicht. Das fällt halt doch deutlich auf. Kommen wir direkt zum nächsten, zu der Leistung. Im Serienzustand hat die Euro 4 unten raus relativ wenig Drehmoment. Das merkt man dann doch schon deutlich, wenn man sie wirklich im Serienzustand fährt. Aber mit der Drehzahl hat die auch echt gut Leistung. Also das spricht jetzt für Euro 4 und Euro 5 zugleich, weil die haben mit dem gleichen Motor drin. Das heißt, unten raus relativ wenig Drehmoment, aber mit Drehzahl kommt auch richtig gute Leistung. Und auch wirklich spürbar mehr als bei der Euro 3. Dafür hat die Euro 4 das Potenzial, wie ich jetzt zum Beispiel, mit einer offenen Ansaugung, Auspuff und so weiter, kann man halt wirklich noch einiges an Leistung bzw. Drehmoment rausholen. Das geht bei der Euro 3 nicht so krass. Was auch ein erstaunlicher Faktor ist, dass die Euro 4, wenn man sie jetzt so fährt wie ich, das heißt offene Ansaugung, Power Commander und Auspuff ohne DB-Killer, ganz wichtig, dann hat sie sogar unten raus so viel Drehmoment wie die Euro 3. Ohne DB-Killer und ohne Cut und so weiter hat sie unten raus sogar noch mehr Drehmoment als die Euro 3 und das ist halt echt krass. Der Motor reagiert sehr sensibel auf eine Veränderung der Ansaugung und des Auspuffs. Wie zum Beispiel, wenn man mit DB-Killer fährt und halt das Mapping dafür angepasst hat, merkt man halt unten raus, naja, sie hat zwar mehr Leistung als im Serienzustand, aber das Drehmoment fehlt immer noch ein bisschen. Aber wenn man dann den DB-Killer entfernt, merkt man dann deutlich, dass man noch einiges mehr an Drehmoment hat. Das ist halt echt krass. Der nächste Aspekt ist der Klang. Der Klang ist immer abhängig davon, was ihr für eine Ansaugung habt, was für ein Auspuff, mit und ohne DB-Killer, mit und ohne Cut und so weiter. Aber allgemein gesprochen von der Ansaugung her ist sie ähnlich zu der Euro 3. Ansaugung ist laut, wenn ihr das wollt. Genauso sieht es aus mit dem Auspuff. Es gibt viele legale Auspuffe, aber ich muss vorneweg schon sagen, die Euro 4 ist nicht leiser als die Euro 3. Ich meine, ich sehe oder höre öfters, Mensch, die Euro 3 ist doch viel lauter, die hat noch ordentlichen Sound im Vergleich zur Euro 4. Aber nein, die Euro 4 hat mindestens genauso viel Sound wie die Euro 3. Mir ist aber aufgefallen, dass die Euro 4 etwas blecherner klingt als die Euro 3. Die Euro 3 klingt etwas tiefer, was an der Motorauslegung liegen könnte. Also keine Frage, jetzt ohne DB-Killer klingt die tief und bassig und halt richtig geil. Und ist halt auch schön laut, wenn man Gas gibt. Ah, oh, kommt noch mehr Krankenwagen. Opa, was ist hier passiert? Aber im direkten Vergleich klingt die Euro 3 dann doch etwas tiefer. Ich habe da mal einen kleinen Vergleich vorbereitet und zwar ist das der gleiche Auspuff, mein Euro 3 Akaprovic mit 25.000 Kilometer drauf, ohne DB-Killer. Bei beiden jetzt einmal von der gleichen Entfernung mit dem gleichen Mikrofon gemessen, hört man dann doch schon gewisse Unterschiede. Zeige ich euch jetzt mal. Dieser Stau geht mir so auf den Sack. Also wenn ihr da ein paar Klangbeispiele haben wollt, ich habe auf meinem Kanal schon etliche Videos aufgenommen zu Auspuff
Sounds Euro 3 und Euro 4. Da verlinke ich euch oben rechts in der Ecke mal die Playlist. Was auch noch deutlich auffällt, sind die Lautstärkeunterschiede. Das heißt, wenn man die Euro 4 bloß anmacht, das ist egal, ob mit dB-Killer oder dB-Killer. Es kommt natürlich immer auf den Auspuff drauf an, ist klar. Aber ich finde, die ist an sich schon viel lauter. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung warum, aber die ist im Stand, also nur bei Standgas. Ich meine, die drehen fast bei der gleichen Drehzahl, die Euro 3 und die Euro 4. Ist die ca. 2 bis 3 dB lauter. Das heißt, wenn man sie anmacht, wenn sie kalt ist, ist sie erstmal viel lauter. Also 2 dB klingt jetzt nicht viel, aber man hört es doch deutlich, dass die viel lauter ist. Das spiegelt sich natürlich dann auch beim Fahren wieder. Das heißt, wenn man wenig Gas gibt, ist sie dann auch schon lauter als die Euro 3. Jetzt zum Beispiel, wenn ich wenig Gas gebe, hört man die Euro 3 so gut wie gar nicht. Aber bei der Euro 4 hört man den Auspuff schon. Und dadurch würde ich auch sagen, dass die Euro 4 im Allgemeinen etwas lauter ist. Selbst mit den legalen Auspuffen, die man dazu kaufen kann, wie zum Beispiel Remus. Remus ist eigentlich relativ laut, oder der Leo Vinz. Es ist halt völlig utopisch, wie laut die sind. Die Euro 4 hat ja auch ein größeres nutzbares Drehzahlband. Das heißt, die Euro 3 dreht bis 8.500, also bis 8.400. Und die Euro 4 dreht halt nochmal 500 Umdrehungen höher, das heißt bis 8.900. Und das ist auch ein größeres Drehzahlband, was man nutzen kann, wodurch sie auch allgemein etwas schneller fährt im Topspeed her. Ich meine, das interessiert zwar nicht, aber so ein kleiner Funfact. Bei der Euro 4 gibt es natürlich aber auch dieses lästige Steuerkettenklappern im Wheelie. Darüber habe ich mittlerweile auch schon ein Video gemacht. Das kann man dann leider nicht ganz verhindern, außer man baut sich einen mechanischen Steuerkettenspanner ein, was ich dann wahrscheinlich auch machen werde. Aber es gibt ja auch einige, die machen keine Wheelies und fahren bloß einfach ganz normal. Und da gibt es natürlich das Problem nicht wirklich. Aber das ist auch so ein Geräusch, was man dann sehr deutlich raushört. Gut, das war's zur Euro 4. Gehen wir zur Euro 3 über. Jetzt auf der 701, gleiche Strecke, anderer Tag. Ich würde bei dem Vergleich direkt mal wieder mit der Gasannahme anfangen. Und zwar bei der Euro 3 hat man ja, wie ich schon im letzten Video erwähnt hatte, dieses Potentiometer mit den verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Ich meine, da gibt es effektiv zwei Gasstellungen, die man nutzt. Also wirklich bloß zwei. Die eine habe ich gerade drinnen, das ist, sag jetzt mal, die 3 bis 9. Das ist die weiche Gasannahme. Man merkt halt wirklich, dass sie wirklich weich am Gas ist. Das heißt, selbst wenn man etwas mehr Gas gibt, ist es immer noch wenig Gas, sag ich jetzt mal. Im Vergleich zu Euro 4 ist die Gasannahme unten raus ein bisschen weicher und wenn man so ein Drittel Gas gibt, ist die immer noch weich. Da ist bei der Euro 4 schon die Drosselklappe zur Hälfte offen. Also man muss ja immer etwas mehr Gas geben. Sehr weiche Gasannahme, aber ich muss sagen, wenn man sich dran gewöhnt hat, dann stört es überhaupt gar nicht. Also ist gar kein Problem. Dann hat man noch die sehr direkte Gasannahme, steht im Benutzerhandbuch unter Advanced. Ja, die ist halt wirklich Advanced. Das heißt, man gibt wirklich bloß ein kleines bisschen Gas und die Drosselklappe macht halt schon relativ weit auf. Und das ist halt, naja. Ich meine, bin ich auch eine Zeit lang gefahren, also jetzt mit der. Kann man machen, aber gerade wenn man im Stau steht oder etwas langsamer fahren muss, dann ist es einfach bloß nervig. Also ohne Mist, die ist ein bisschen zu aggressiv, die Gasannahme. Wenn man schneller fahren kann, dann ist das völlig angenehm. Aber ich würde sagen, im Allgemeinen für den normalen Straßenverkehr ist die zu aggressiv. Des Weiteren kommen wir zur Leistung bzw. zum Drehmoment. Also wie ihr gerade eben schon gesehen habt, Wheelies gehen mit der Bude ohne Ende. Also wirklich gar kein Problem. Gerade schön aus niedrigen Drehzahlen, dritter Gang, vierter Gang geht genauso, also vierter Gang, weil ich sie jetzt kurz übersetzt habe. Das geht auch mit der originalen Übersetzung, aber halt schwieriger. Also dritter Gang, ganz normal. Die Polizei, na klasse. Gut, dass ich jetzt hier nicht so laut gefahren bin und dort hinten den Wheelie gemacht habe. Im Vergleich zur Euro 4 hat die Euro 3 unten raus mehr Drehmoment, muss ich sagen. Das merkt man gerade bei Wheelies, wenn man da unten raus Wheelies macht, also wirklich aus niedrigen Drehzahlen Kupplung zieht und Gas gibt, kommt die Euro 3 leichter hoch als die Euro 4. Das merkt man deutlich. Aber man merkt auch deutlich, dass sie oben raus weniger Leistung hat. Wie zum Beispiel, ich habe jetzt fast die gleiche Übersetzung wie bei meiner Euro 4. Bei meiner Euro 4 kann ich so im vierten Gang bei so um die 70, 80 oder so ohne Probleme Kupplung ziehen, hochziehen. So, wenn ich das bei der probiere, ich kriege die wirklich ohne Mist, ich kriege die nicht hoch bei der Geschwindigkeit. Also mit meiner normalen Technik. Du musst halt wirklich richtig Gas und richtig nach hinten ziehen. Also
es ist wirklich viel umständlicher bei der Geschwindigkeit. Das heißt, man merkt dabei, dass die oben raus nicht mehr so die Leistung hat wie unten raus. Ich meine, das ist kein Problem, dafür ist die Leistungsentfaltung viel homogener. Das heißt, unten raus etwas mehr Drehmoment, oben raus etwas weniger. Und da macht das halt die komplette Beschleunigung, sag ich jetzt mal, viel angenehmer. Das heißt, wenn man unten raus Gas gibt, dann geht halt auch direkt was vorwärts im Gegensatz zu Euro 4. Da kann es halt mal sein, dass dann unten raus nicht viel losgeht. Kann man immer ein bisschen angeben vor den Leuten. Da guckt wirklich jeder, wenn man ein Wheelie macht. Da muss das Motorrad nicht mal laut sein oder so. Also natürlich, wenn keiner hört, dass du ein Wheelie machst, dann guckt natürlich auch keiner, aber... Also kommen wir zum Sound. Wie ihr schon hört, Sound ist bei der Bude richtig geil. Was man halt auch deutlich merkt, unten raus, wenn man wenig Gas gibt, ist sie schön leise. Also man kann selbst ohne DB-Killer leise fahren, das ist echt krass. Auch wenn man sie im Stand anmacht, ohne DB-Killer, ist sie trotzdem, würde ich behaupten, leise. Aber wenn man dann halt Gas gibt, dann ist sie halt auch wirklich laut, ne? Also keine Frage. Ich würde sagen, von der Lautstärke allgemein ist sie unten raus leiser. Gerade wenn man jetzt, also wenn ich es jetzt ohne DB-Killer vergleiche mit DB-Killer, kann man halt beide leise fahren. Gibt es natürlich bei den meisten Auspuffen, ist die Euro 4 trotzdem lauter, aber... naja, man will ja nicht immer bloß. Das merkt man wirklich, wenn man unten raus leicht Gas gibt aus der Kurve. Ich habe relativ klebrige Reifen drauf und habe so leicht Gas gegeben. So, im dritten Gang unten raus, dann geht sofort das Hinterrad weg. Das ist bei der Euro 4 nicht so krass. Aber es kann natürlich auch oft an den Reifen liegen. Lautstärkemäßig ist sie allgemein unten raus etwas leiser und oben raus, wenn man, also bei Last, wenn man halt wirklich Gas gibt, ist sie mindestens genauso laut. Also da kommt es immer nur drauf an, was habt ihr für einen Auspuff drauf. Mit oder ohne DB-Killer, natürlich meistens ohne, ist klar, und dann mit oder ohne Cut. Die Euro 3 klingt halt etwas dumpfer, würde ich sagen, etwas voller. Wohingegen die Euro 4 dann etwas heller klingt. Was dann jeder bevorzugt, ist dann halt seine Sache. Gerade jetzt bei 50 im vierten Gang, wenn ich das mit der Euro 4 mache, das ist dann wirklich schon schwierig. Also es geht mit der Euro 3 wirklich viel einfacher, sie unten raus, aus niedrigen Drehzahlen, in einen Wheelie zu holen. Ich habe ganz vergessen, auf die Vibration einzugehen. Also sie vibriert natürlich etwas mehr, ist klar. Sie hat halt bloß eine Ausgleichswelle, nicht wie die Euro 4 eine doppelte. Aber da gehe ich dann später nochmal drauf ein, was da die genauen Unterschiede sind. Man merkt halt jetzt, wenn er fährt, wenn man ins niedrigen Drehzahlen fährt, ja, sie vibriert etwas mehr. Im oberen merkt man es halt auch etwas mehr, die Vibration, aber an sich sind die Vibrationen wirklich nicht schlimm. Also sind keine starken Vibrationen, was jetzt ich von anderen gehört habe, wie Einzylinder sind übelst die Rüttelplatten oder so. Also das ist hier auf gar keinen Fall so. Bin jetzt extra mal stehen geblieben, ich weiß nicht, ob man das jetzt hört, aber der Motor an sich, das Motorstandgeräusch ist etwas anders als bei der Euro 4. Das liegt daran, dass die andere Kipphebel und so weiter benutzt. Die Euro 3 benutzt Rollenkipphebel und die Euro 4 Schlepphebel. Aber das erkläre ich dann nochmal im nächsten Video. Das bedeutet, dass der Motor allgemein etwas anders klingt. Ich würde sagen, dass der Euro 3 Motor, also bloß das Motorgeräusch, ist nicht Ansaugung oder Auspuff, sondern dass an sich das mechanische Geräusch etwas lauter ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es störend ist oder jetzt viel lauter, aber es ist halt wirklich etwas anders. Es hört sich wirklich komplett anders an. Man könnte auch sagen, dass sie etwas klappert. Man könnte auch denken, dass sie halt klappert, aber das ist halt wirklich der normale Klang. So klingt der Motor ganz normal. Die XC-Modelle haben ja genauso diese Rollenkipphebel, die meisten, und die klappern halt genauso, also klappern in Anführungszeichen. Der Euro 4 Motor klingt dabei halt etwas anders. Der Euro 3 Motor klingt halt relativ robust, würde ich jetzt sagen, wohingegen der Euro 4 Motor etwas mehr wie ein XC-Motor klingt. Also jetzt vom allgemeinen bloß Fahrgeräusch her, was man vom Motor hört, also nicht Ansaugung oder Auspuff, sondern bloß das, was man vom Motor aus hört. Ich meine, was einem da jetzt besser gefällt, ist einem selbst überlassen.
Das eine, das Gute ist halt der weichen Gasannahme. Man kann diese Stand-Up-Idees halt richtig einfach kontrollieren, schön am Kipppunkt. Ich konnte gestern damit sogar Kurven fahren, das kann ich mit meiner Euro 4 nicht mal ansatzweise. Also in so einem Stand-Up-Wheelie. Das ist halt ein Vorteil dieser weichen Gasannahme. Wheelie ist, gerade wenn man in ein bisschen höheren Drehzahlen ist, ist die Gasannahme sanfter, das Drehmoment kommt nicht so ruckartig, die Leistung, und dadurch kann man den Wheelie viel besser dosieren, meine Meinung. So, da würde ich den Vergleich Euro 3 gegen Euro 4 nochmal kurz zusammenfassen. Meiner Meinung nach sind die Euro 4 Modelle weicher an der Gasannahme, fahren sich mehr wie ein Zweizylinder. Also fahren sich natürlich wie ein Einzylinder, aber sind halt so weich wie ein Zweizylinder dabei. Damit würde ich sagen, dass man die Euro 4 Modelle wahrscheinlich angenehmer auf längere Touren fahren kann. Die Euro 3 Modelle, man kann natürlich auch mit den Euro 3 Modellen ohne Probleme längere Touren fahren, aber mit den Euro 4 Modellen oder mit einem Euro 4 Modell ist es wahrscheinlich angenehmer. Wer Sound haben will, ist halt völlig egal, ob Euro 3 oder Euro 4. Also Euro 4 heißt nicht gleich leise oder ähnliches. Wirklich, gerade wenn man sich einen Aero holt und legal unterwegs sein will, Aero ist trotzdem scheiße laut. Genauso wie Leowinds, ohne Frage. Und ohne DB-Killer sind eh alle beide laut, also das hört man ja. Wie die halt einfach knallt. Selbst beim Abtouren. Wer dieses Knallen beim Abtouren haben will, Euro 3 macht das wirklich serienmäßig ohne DB-Killer. Also mit Cut und ohne DB-Killer macht die das serienmäßig beim Abtouren, so leichtes Knallen, so bei mittleren Drehzahlen. Und bei der Euro 4 ist genau das gleiche. Bloß da knallt sie eher in unteren Drehzahlen durch das Sekundärluftsystem. Aber das erkläre ich im nächsten Video nochmal. Alles in allem beide geile Bikes. Ich würde sagen, meine Vergleiche kann man auch auf die 690er beziehen. Bis auf, dass dann noch der größere Unterschied ist von der alten zur neuen SMCR, dass bei der neuen SMCR das Fahrwerk deutlich besser ist als bei der alten. Ich habe jetzt hier auch bei dem das Gefühl, dass das Fahrwerk von meiner neuen 701 besser ist. Dass es halt einfach angenehmer ist. Jetzt nicht weicher oder härter, sondern einfach angenehmer zu fahren, angenehmer ein Wheelie hochzuholen oder so. Aber ich habe es bei den Teilen verglichen, also es sollte eigentlich genau das gleiche Fahrwerk sein von Euro 3 zu Euro 4. Deswegen empfehle ich euch, fahrt wirklich alles mal Probe, was ihr Probe fahren könnt und entscheidet es dann wirklich spontan, je nach eurem Fahrgefühl. Ich kann jetzt euch nicht raten, holt euch die oder holt euch die, weil es sind wirklich beide geil. Ich fahre auch wirklich beide gerne. Ich fahre die Euro 3 gerne, gerade weil ich diesen Sound so geil finde, dass unten raus, sag jetzt mal, relativ leise ist ohne DB-Killer. Man kann relativ leise fahren, man kann aber auch genauso halt richtig Gas geben, was halt geil ist. Deswegen fahrt wirklich einfach mal alle Bikes, die ihr könnt, Probe. Vielleicht von einem Kumpel, bei einem Händler. Man hat ja immer irgendwo die Möglichkeit, irgendwas Probe zu fahren. Am besten ist meistens natürlich Händler, weil, jawohl, Händler haben die älteren Modelle nicht da. Es geht dann bloß bei Kumpels oder Bekannten. Aber selbst da lassen die euch bestimmt mal eine kleine Runde fahren. Also mit diesen Worten danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, konnte euch vielleicht etwas weiterhelfen, wenn ihr gerade bei der Entscheidungsfindung wart. Fahrt wirklich beide Probe und dann werdet ihr schon die richtige Entscheidung treffen. Die sind sehr wertstabil, also ihr werdet wahrscheinlich keine billige finden, außer sie ist halt sehr runtergerockt, hat viele Kilometer drauf. Das ist leider normal bei den Modellen. Aber tja, das ist halt auch ein geiles Motorrad, deswegen ist es halt auch teuer. Teilt das Video gerne an eure Freunde, damit die das auch sehen, falls die gerade in der Entscheidungsfindung sind. Lasst dem Video einen Daumen da für den Algorithmus und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein! Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities.